Hi, gut, ihr Leute, willkommen zurück auf der Hof Backmann. Ich meine, es nützt ihn logischerweise. Am Donnerstag wünsche ich euch was. Und zwar wünsche ich euch, dass ihr heute Spaß habt in der Hof Backmann-Folge. Ja, am Dienstag habe ich ja irgendwie ein Problem gehabt, ich konnte den Käse nicht aufheben. Jetzt habe ich das Ganze logischerweise dann beendet und neu gestartet und so weiter und so fort. Und jetzt konnte ich den Käse zur Seite heben. So ein Käse. So, jetzt habe ich hier Kompost, der ist glaube ich am teuersten zu verkaufen bei der Raiffeisen. Schauen wir gerade mal nach. Kompost, ich habe ja mir das Symbol gemerkt. Dort ist das hier. Es geht dann nur bei der Raiffeisen. 1082. Sonst will keiner meinen Kompost haben, verstehe ich gar nicht. 1082, also es gibt noch mal ein paar Euro 50. Das ist gut so. So, Tempomat mache ich mal auf 40. Weil das so, das ist, was die Anhänger, die großen Anhänger, laufen dürfen. Und dann poste ich es, gell? Da gehe ich mit, kann ich mich darauf einigen, dass ich nicht schnell bin und auch nicht langsam, gell? So, komm, mach mir mal einen Reif hier, du großes Feld, du. Brauchst du auch keinen Traktor, der 50 fährt oder 60, ne? Wenn du nur 40 fahren darfst mit den Anhängern. Mit dem Gerät glaube ich sogar nur 25, wenn diese Bullscher, eine Fräse oder eine Ecke hinten drauf, darfst du glaube ich nur 25 fahren. Glaube ich. Oh, da gibt es selbst Gas, hä? Das ist ganz schön mutig, du. Ja, ist ja gut. Also, komm mal. Bergab habe ich ja gesagt, mach richtig platt. So, oder? Ja, wir spulen mir noch auf 5-fach vor. In der Hoffnung, dass wir das große Feld mal endlich geerntet kriegen. Finde ich auch schon angenehm, dass er die 40 Gramm Bergab auch hält. Das macht Freude. Ich sag, die Welt ist es nicht, was wir da kriegen. Ich weiß ja nicht, warum das so ist. Wir haben ja Mais gehäckselt damals und haben das in das Silo gekippt und jetzt ist es eine Silage, sondern Kompost. Das ist komisch, schnalle. Ich habe damals auch schon gedacht, dass die Textur ein bisschen anders aussieht als wie bei Silage. Die gerade auch einen richtig guten Tag. Da war doch auf der anderen Hofberg noch mal auch so einer, ne? Auf dem 17. Da hat er immer, wenn du vorbeigelaufen bist, Servus. Servus. Habe ich locker durch, die wie im Schuh des Monitor, gell? Apparatschi. So. Dann wieder hier gucken, dass wir nicht das Dach abräumen da oben. Wheels bilden. Wir brauchen Gewicht am Hinterreifen unbedingt. Wenn ich weiter nur vorfahre, dann geht es vielleicht dann doch mit dem Abkippen. Jetzt hier geht es noch mal gucken, wie weit wir hochkommen mit dem Anhängerchen. Nicht ganz. Schade. Hat nicht ganz gereicht. 27.000, hallo. 6.000, wieso kriegt er denn alles ab? Lager voll, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht, egal. Mit dir irgendeinen Fehler drin, oder was, hä? Das braucht nicht viel dafür. Also, wenn ihr irgendeinen müsst, ich weiß nicht, warum er es gemacht hat, ist mir auch wurscht. Hat funktioniert, es ist leer, wir haben Geld verdient. So. Den stelle ich jetzt direkt an unser großes Feld. Ich drücke jetzt mal die Zeit auf 15 Vorlauf.
Natürlich, wenn wir dann in Gefahr laufen, dass wir im Dunkeln ernten, dann wird die Nacht übersprungen. Das steht fest. Also im Dunkeln fahre ich nicht durch die Gegend. Da habe ich Angst. Nicht. Aber muss ja nicht sein. Ne? Ich sehe nichts, ihr seht nichts, bringt nichts. Dreimal nichts. Oh, ich war wieder zu schnell. Ja, jetzt ist noch bewölkt, sieht man da. Jetzt kommt gleich die Sonne raus. Wobei, es ist ja eigentlich schon ein schönes Wetter. Kann man nichts sagen. Im Vergleich zu uns hier draußen, mein lieber Freund. Ich glaube, seit 2 oder 3 Tagen regnet es hier. Nicht sonderlich fest oder sowas, aber ständig. Eschlich. Wer hat das Glück gehabt? Der oder ich? Ich gehe mal fest von aus, dass wir mit unserem John Deere Mähdrescher nicht eine Runde hier auf dem großen Acker packen, bevor wir ihn ausleeren müssen. Oder dass wir ihn ausleeren müssen, das glaube ich ganz fest nicht. Ich fahre schon mal den großen Anhänger hier in Position. Obwohl vielleicht, ja, vielleicht schaffst du gerade so eine Runde. Wir werden es sehen. Wenn es denn mal irgendwann erntereif wird, ey. Was haltet ihr von meinem neuen Spielzeug hier? Gut, gell? So, wir sind hier im Wachstum. Klar, gedüngt. Ach, 50% nur gedüngt. Wieso das dann? Ja, das ist natürlich nichts. Na gut, du kannst jetzt nichts mehr ändern. Wieso ist nur 50% gedüngt? Was ist denn das? Schweinefutter. Guck mal, was man da kriegt dafür. Kriegt man auch für Mischfutter, hallo? Man kriegt aber auch für Mischfutter garantiert irgendwas, oder? Oder ist das Mischfutter? Sieht aus wie Schweinekopf. Ist das Schweinefutter, Viehhändler? Was ist das? Mein Mischfutter war doch das andere Symbol. Wo ist es dann? Nee, das ist das hier. Das ist Mischration. Aber Schweine? Boah, ich glaube, wir müssen in die Schweinefutterproduktion einsteigen. Das müsste das sein. Das ist ja Hammer. Achso, ich wollte was gucken. Ja. Aha. Okay. Ja. Da habe ich aber, glaube ich, gesagt, das mache ich jetzt alles nicht, weil ich das alles komplett, nachher auch, müsste ja gepflügt werden, kann ich ja logischerweise jetzt nicht machen, das mache ich schnell, wenn es abgeerntet ist, versuche ich, dass ich den Boden auf einen Level bringe. So, und jetzt habe ich mich neugierig gemacht, ne? Was mit dir? Du drehst rum, sehr schön. Jetzt bin ich neugierig geworden. Nein, so rum. Jetzt bin ich neugierig geworden. Aber ich glaube, dass das so viel Geld gibt für das Schweinefutter, weil du da die Zutaten brauchst, die wir gar nicht haben. Genau, das ist für Schweinefutter. Und da brauchst du was? Toll. Wie schon für den Schwein? Ja, toll. Moment. Gibt es denn jetzt so eine Hilfe? Gibt es da sowas, ne? Da gibt es was für Schweinefutter, oder? Hundertprozentig. Tiere, Tiere. Schweine, Schweine. Futter, Mais. Ach so, na toll. Also das habe ich doch gesagt, man müsste ja alles reinwerfen, was wir nicht haben. Und dann kriegst du dementsprechend, wahrscheinlich kannst du das da reintun, kannst dann das totale Mischration. Ich weiß auch nicht mehr, die totale Mischration. Gülle, Mist. Schafe, die braun ist. Mhm. Bäume anpflanzen, ja genau.
Nicht, oh, nicht schlecht, der Specht. Ja, da muss ich mich nochmal drum bemühen, andere Seite der Offline, wie man das Schweinefunden da am günstigsten macht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass da tatsächlich alles rein muss, was ich eben gesagt habe. Zuckerrüben, Kartoffeln, Weizen, Sojabohnen, der Raps und Sache. Ja, und dann hast du irgendwann das, kommt das Schweinefunden raus und das kannst du teuer verkaufen. Dafür musst du das Feuer teuer produzieren. Na, also. So, mal gucken, wir müssen da auch fast es geschafft haben schon. Hat 88%, das wird wohl nicht reichen für alles. Da werde ich ihn einmal abtampeln. Dann muss ich dann noch die Bahn runter und wieder hoch, ein Teil. Nee, da will er vorher abgetankt werden. Das hat er mir erzählt. Macht aber ganz gut. Ja, ist fast alles Standard hier, fällt mir gerade auf, ne, was ich auf dem hier benutze. Unorthodox. Das ist das ja, Schneidwerk mit dieser, ja, wie heißt das? Schwimmstellung, sag ich mal. Ja, das reicht nicht. Da wo ist der Kratz? Kacke. Ah. Ja, doch, ne? Gerade eben. Das reicht schon mal, jetzt kann er da hochfahren und tanken wir den Rest noch da oben ab. Kann man kaum unterscheiden, ne? Den Kleinen vom großen Bruder. Ja, ja, genau. Achso, wir gucken da mal. Von weitem, ob das Grüne schon in ein schönes Goldgelb umgewandelt wurde. Nein. Sie ist noch ziemlich grün da vorne. Könnt ihr das sehen? Ich mach mal auf 120 kurz. Erstens soll die Sonne rauskommen. Und zweitens wächst vielleicht ein bisschen unsere Sojabohnen da vorne ein bisschen. Nö, tut sich nichts, gar nichts. So, mit der 15 laufen lassen. Wie voll ist unser Anhänger? Passt es da noch rein? War der leer am Anfang? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Dann passt es bestimmt noch rein, was der Johnny jetzt einfährt. Na, könnte noch reinpassen. Ansonsten, wir brauchen ja sowieso als nächstes wieder den John Deere, um dieses Feld zu ernten. Ich bin müde, ewig. Ich merke richtig, wie ich müde werde. Da wird die Zunge langsam und schwer. Die Augen fallen zu, ich muss mich konzentrieren, da ich nicht irgendwas falsch mache. Das habe ich euch schon mal erklärt, oder schon mal erzählt. Ne? Im 17. ist es oft passiert, auch schon im 19. Wenn ich, Gott sei Dank, ist es immer nur passiert, wenn ich nicht aufnehme. Als Beispiel, ich fahre den Drescher und mähe hier die Bahn runter mit GPS oder auch ohne. Und irgendwann, ja, wache ich dann auf und dann bin ich mit dem Mähdrescher irgendwo ganz da hinten an den Bäumen und wundere mich, wie ich da hingekommen bin. Da sind mir die Augen zugefallen und dann war es das, ne? Witzig, ich weiß, witzig. Nicht witzig. So, ich glaube, das Feld da vorne, das spannt uns noch ein bisschen auf die Quatsch. Auf die Folter. Ja. Das dauert noch einen Moment, bis das soweit ist.
Was also nicht, was aber nicht mehr lang dauert, ist, dass die Folge vorbei ist. Leider Gottes schon wieder so 15 Minuten. Ne? Dreimal über die Karte gefahren ist es vorbei. Ist auch schade irgendwie. Aber so ist eben, gell? Und da kommt noch eine. So ist es. Achtung, Drescher, kreuzt den Weg. Oh, oh, es ist umgehüpft. Es ist umgehüpft, Leute. Wir haben das nächste Mal am Sonntag, können wir uns den ganzen Sonntag Zeit lassen, um das Feld zu ernten und abzufahren. Ich bin so froh, dass es erntereif ist. So, und das können wir auch am nächsten Sonntag verkaufen. Ich war nur schon mal in Position, wenn es denn schafft. Achso, Quatsch, ohne Sillefeldweg, genau. Warum das Traktor so quäle, wenn wir es um leichter haben? Komm, bergab holst du es doch einfach. Schöne Schatte, hä? Sonst gehst du kaputt in die Kabine. So, haben wir noch was aktiv? Nein. 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 Ei, dann ist ja gut. Dann freut es mich doch. Dann ist doch wirklich wunderbar. Dann ist es wunderbar. Gut. Jo, das war die Donnerstagsfolge. Hofbergmann. Daumen nach oben. Abo da lassen. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüssi.